Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Diesen berühmten Satz aus dem Hohelied der Liebe des Paulus in 1. Korinther 13 habe ich oft ausgelegt, auch schon hier im Morgenvideo. Vorgestern ist er mir nochmal besonders nahe gekommen, als wir den Gedenkgottesdienst für die Flutopfer in Aachen gefeiert haben. Die persönlichen Leitgeschichten, die ich auch in den Gesprächen am Rande dort gehört habe, kann ich nicht mehr vergessen. Man könnte eigentlich nur daran verzweifeln. Warum bin ich trotzdem nicht verzweifelt aus Aachen wieder weggefahren? Die Antwort liegt in diesen drei Worten: Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir haben in dem Gottesdienst die Kraft gespürt, die der Glaube uns gibt. Wir haben diese Kraft gespürt, weil sie hinterlegt war mit lauter Erfahrungen der Liebe. Im schlimmsten Leid haben Menschen einander beigestanden. Betroffene haben ihre Trauer, ihre Verletzlichkeit gezeigt und haben helfende Hände gefunden, die angepackt haben. Und geöffnete Herzen von Menschen, die gebetet, getröstet und gespendet haben. Die berührende Liebe und Mitmenschlichkeit, die sich in der Katastrophe gezeigt hat, ist tatsächlich zur Quelle der Hoffnung geworden. Was bleibt, wenn Menschen alles verloren haben? Nach dem Tag in Aachen hat die Antwort des Paulus für mich noch einmal eine ganz neue Kraft gewonnen. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Und auch die Fortsetzung dieses Satzes trifft ins Schwarze. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Geht gesegnet und behütet in diesen Tagen.